Dem Mann kann geholfen werden. Gott, wie viele Tiere sind denn hier? Also das ist kein Rosthof, weil Pferde sehe ich hier nicht. Das ist irgendwie was anderes hier. Ah, da hinten ist auch... da, der rote Felsen. Da ist auch wieder so eine Aufgabe. Das ist echt nicht mein Klima hier. Da hinten ist da auch noch einer. Okay. Boah, sind doch jede Menge da. Es sind jede Menge da. Der Alarmknopf ist da hinten irgendwo. Meine Fresse! Ja, los, ja. Scheiße, das hat super geklappt. Das hat super geklappt. Er läuft rüber zum Alarm. Scheiße, nachladen. Scheiße, scheiße. Spritze. Noch eine. Scheiße, scheiße. Komm schon. Boah, der braucht wieder 5 Jahre, um nachzuladen. Oh, scheiße. Ein Hund, ein Hund, ein Hund. Okay. Wo sind die? Die sind von da gekommen. Okay. Boah, hier sind ganz viele. Das sieht gerade nicht ganz so toll aus. Ach, brenn du Drecksau. So einer ist wieder dabei. Na, super. Okay, wie viel sind da noch? Na, komm schon, komm schon, komm schon. Du hast... Oh, da. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, wie geil. Mann, uns ist gerade die Muni von unserer Hauptwaffe alle gegangen. Weil unsere Sekundärwaffen... Ja, ging natürlich in die Hose, 500 XP nur. Unsere Sekundärwaffen sind natürlich... ne? Nicht ganz so lustig. Vor allen Dingen nicht für einen Nahangriff. So, hier haben wir doch endlich mal wieder was freigeschaltet. Super. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn? Wir haben 4 Fähigkeitspunkte. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Spritzenportionierung. Ja, wirken 50% länger. Da haben wir weiche Landung. Du fängst ja Schaden, wenn du Stürze erleidest. Apnoe-Taucher, der du unter Wasser bleiben kannst. Tod von unten. Schaltest du Gegner über dir in einen erklimmbaren Kante. Bla bla bla. Naja, naja, naja. Was haben wir hier? Atemkontrolle. Um das drücke Shift, um das Fadenkreuz beim Ziehen mit einem Zielfernrohr 4-mal länger stabil zu halten. Was haben wir hier? Gezielte Nachladen. Drücke R zum schnellen Nachladen von Pistolen oder Scharfschützengewehren, während du mit rechts zielst. Und da haben wir Langwaffenexperte. Verbesserte Treffsicherheit mit einem Scharfschützen und Sturmgewehren beim Schießen aus der Hüfte. Das nehmen wir. Ach, das können wir nicht nehmen. Wir müssen uns hier vorarbeiten. Ah, Hüftschütze. Ja gut, pass auf, nehmen wir uns sofort. Und den auch, wir haben ja genug, was heißt genug haben wir nicht, aber wir können ja einiges freischalten. So, jetzt würde ich, wir haben noch 2 Fähigkeitspunkte, jetzt möchte ich mir das nochmal ansehen. Was haben wir hier? Vorderkondition, du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Das nehmen wir schon mal auf jeden Fall, dann halten wir da länger durch. Feldsanitäter, medizinische Spritzen erneuern 4 deiner Gesundheitsfelder. Auch das nehmen wir.
So, wir haben alle vier Fähigkeitspunkte verbraucht. Ja, und wie man sieht, wir haben hier einiges freigeschaltet. Das ist sehr gut. Und man beachte, unser Tatau wird größer. Aha. Sehr gut. Ach, da kommen die Rakyat angeschlittert. Gut, dass wir nicht nur so bescheuert fahren, sondern auch die Rakyat. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Okay. Molotow-Cocktail. Ja, können wir nicht ein... können wir nicht aufnehmen. Wahrscheinlich, weil wir keinen Platz mehr dafür haben. So, aber schon mal sehr gut. Boah, da haben wir uns aber. Also mit Anschleichen war nicht wirklich viel gewesen. Das Blöde war, dass dass wir keinen guten Kopftreffer anscheinend bei dem ersten gelandet haben. Und dadurch, dass wir den nicht sofort erledigt haben mit einem gezielten Kopfschuss, ja, da ging natürlich dann der ganze Alarm los. Der hat uns erkannt, der hat uns gesehen. Ja. Dumm gelaufen. Da hätte ich vielleicht noch besser zielen sollen. Was heißt vielleicht? Hätte ich auf jeden Fall machen sollen. Da ist auch noch einer. Wir rennen hier auch über die Munition. Na komm schon. Na, wann dürfen wir dich plündern? Wie müssen wir uns hinstellen, um dich plündern zu dürfen? So hättest du es gerne. Na dann. So. Ich bin der Größte. Ach, du bist der Größte, ey. Irgendwann, ne? Irgendwann. Ziele ich mal wirklich auf dich. So, sind das jetzt alle hier? Nein? Da ist da auch noch einer. Der macht einen geknickten Eindruck. Die sollen alle in der Hölle schmoren. Nee, da waren wir schon. Der blinkt auch gar nicht. War hier noch was? Nö. Weil wir haben nichts zu verschenken. Überhaupt nicht. Da liegt noch einer, so richtig, so ohne Fahrschein. Komm schon. So. Mit ein bisschen Glück brauchen wir gleich gar nicht so viel Munition dazu kaufen, weil wir hier auch einiges einsammeln. Mann, streckt er seinen Bauch raus. Okay, da haben wir auch nachher ein Auto zum Wegfahren. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, hier liegt keiner mehr. So, ist hier noch einer ohne Fahrschein am Blinken? Komm, ihr seid alle schon bedient? Nein? Doch. Das sah gerade so aus, als wenn der blinken würde. Gucken wir mal. War hier nicht auch irgendwas noch mit dem Tier gewesen? Oder hatte ich mich da verhört gehabt? Oh, wozu der ist, weiß ich jetzt nicht. Das sieht ja aus wie ein Sprengsatz. Ich hoffe, der Familie geht gut. Was ist denn da? Wo ist denn... Da wird doch irgendwo noch was angezeigt. Kistenmäßig. Natürlich genau von der anderen Seite. Oh, aber hier, wenn wir den eh schon gekillt haben, nehmen wir uns auch das Hundefell natürlich mit. Ja, fuck. Aber nicht damit. Wer ist der Mann? So. Wer ist der Mann? Wer ist die Pussy? Du. So. Der hat auch immer denselben Spruch drauf, ne? Wer ist die Pussy? Du. Wer ist der Mann? Ich. Du bist die Pussy. Gut, dann würde ich sagen, das haben wir abgeräumt. Wo haben wir denn hier den Shop da? Kaufen wir mal ein bisschen ein. Falls wir was einkaufen müssen. Aber vor allem ist hier auch noch was abzustauben. Zum einen Spritzen. Zum anderen Speicherkarte. Jawohl. Amphetamine. Dann haben wir hier noch eine nette Kiste. Haben wir uns auch eingesackt. Ja, wir nehmen hier alles mit, was nicht so nagelfest ist. Okay. Munition. Achso, erstmal hier. Shopmäßig. Schnellverkauf. Okay. So, wir haben 30 von 64. Komodo-Varan, da haben wir auch einige von. Komodo-Varan. Aber Komodo-Varan brauchen wir doch gar nicht mehr, oder?
Vor allen Dingen, da haben wir so viel von. Nee, mit Sicherheit nicht. Also ich will jetzt nicht wieder nachgucken, weil das doch immer zu sehr lange dauert. Aber wenn wir so viel haben, nichts damit angefangen haben. Nö, ich denke, dann brauchen wir es nicht mehr. Komodo-Varanhaut. Ich erinnere mich, genau. Wir waren doch da bei dem, wo die Rakyat waren. Und die hatten doch auch diese Komodo-Varane angegriffen. Hundefell brauchen wir auch nicht. Tschüss, weg damit. Wildschweinfell. Gut, halten wir erstmal fest. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder da durchs Menü die ganze Zeit zappen. Inventar auffüllen. Okay. Ja, sind trotzdem noch ein paar Dollars geworden. Jetzt muss ich mal gucken. Nicht Munition, sondern... Zwei Aufsätze. Was haben wir denn eigentlich gerade ausgerüstet? Was haben wir denn gerade ausgerüstet? Wir haben hier ausgerüstet AK-47. Ne, lassen wir mal. Schrotflinte. Keine Aufsätze. Ein Aufsatz nur. Boah, ist jetzt auch nicht gerade so der Hit, ne? Von den Schrotflinten. So, da haben wir die AK-47. Ja, hier ist die 1 von 1. Keine Aufsätze. Schaden ist weniger. Was gibt's denn hier für Aufsätze? Nur erweitertes Magazin und das einzige Schussfrequenz. Die Schussfrequenz ist da höher bei der STG-90. Nee, noch höher brauche ich nicht. Nee, komm. Wir bleiben dabei. So, Scharfschützengewehr. Haben wir ja alles im Prinzip. Spezielles. Was hatten wir da? Leuchtpistole ist jetzt verfügbar. Flammenwerfer, ja. Moment. Ein bisschen frickelig hier. Einzigartige Waffen. Die Cannon. Die ist natürlich, die wäre nicht schlecht. Die wäre nicht schlecht. Aber gut, wir lassen das hier erstmal. So, wir haben den Außenposten. Wir haben ja alles eingesackt. Also die kennen, sollten wir mal gucken. Das war die, die uns demnächst mal zulegen. Okay. Okay, denk an dein Training. Okay, hatte ich schon gesagt. Das musst du nicht wiederholen. Pass mal auf, haben wir hier nicht auch noch... einen Moment mal eben. Ach, wir hätten da noch so eine Überbringen-Mission machen können. So eine Übergabemission hätten wir da noch machen können. Ja gut, jetzt sind wir zu weit weg. Dann würde ich sagen, den da oben lassen wir erstmal noch. Wir gehen... Schrotflinten-Herausforderung... Verschollene Expedition. Hört sich natürlich auch alles interessant an. Ja, oder wir nehmen doch eben diesen Außenposten ein. Also entweder nehmen wir den ein oder wir... Nee, oder... Ich möchte nicht zu lange warten. Wir gehen dann jetzt... Wir nehmen diesen Außenposten ein. Nehmen den Funkturm mit. Und gehen dann direkt darüber. Glaube ich. Oder gehen daher? Okay, damit es jetzt weitergeht, wir markieren den, wir nehmen den als nächsten Außenposten und wir treten den mal da gehörig in den Arsch. Wo müssen wir denn herfahren? Eieieiei. Eigentlich könnten wir...
hier eine Schnellreise hinmachen und dann da hoch. Das machen wir auch. Schnellreise. Ich glaube, das ist sinnvoll, aber wir müssten da wahrscheinlich sonst eh da unten herfahren. Und dann können wir das Ganze lieber auch von da aus starten. So, nur wie es aussah, war da jetzt, glaube ich, kein Fahrzeug angezeigt worden. Oh, nette Couch. Wir schauen. Doch, hier ist ein Fahrzeug. Hier ist ein Fahrzeug. Super, geil. Da können wir sogar direkt fahren. Wo ist es? Ach, wie geil. Direkt hier abgestellt. Cool. So ein Buggy. Boah, so ein Buggy wollte ich früher immer gerne mal haben. Wir. Also wenn wir rauskommen, rechts. Und dann irgendwie gucken. Boah, ganz schön eng hier. Also wenn ich damit meine, so ein Buggy wollte ich früher schon immer mal haben, dann meinte ich wirklich, also wo ich auch noch in einem Alter war, wo ich keinen Führerschein hatte. Also wo ich noch sehr jung war. Und da waren auch diese Buggys unheimlich cool gewesen. Und ein paar sind damit sogar auch auf den Straßen gefahren. Ja, wir sind wieder im feindlichen Gebiet. So, ab jetzt aufpassen. Oh, die folgen uns, die folgen uns. Dann geben wir nochmal ein bisschen mehr Gas. So, wir müssen gucken. Nur nicht zu nah ranfahren. 135 Meter, da hinten ist der Außenposten.